Heute gibt es einen Überblick, welche wertvollen Teile es im Legoland zu kaufen gibt. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute gebe ich dir einen Überblick über den Lego Fabrikshop, einmal hier die Nummer 35. Das ganze Sortiment in der Lego Fabrik habe ich schon einmal für dich abgefilmt. Das Video kannst du dir gerne bei meinen Videos einmal anschauen. Bei der Lego Fabrik ist es auch meistens ratsam, seine Gutscheine einzulösen bzw. seinen 20% Gutschein ab auf einen Einkauf ab 60 Euro. Alle Infos dazu, wie man die Gutscheine richtig nutzt, da gibt es auch schon ein separates Video, kannst du dir auch gerne als Extra zu diesem Video nochmal anschauen. Jetzt gibt es die Einzelteile aus der Lego Fabrik, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und noch ein paar weitere Tipps und Tricks, wie man im Legoland speziell in der Lego Fabrik Geld sparen kann. In der Lego Fabrik werden die meisten Teile nach Gewicht verkauft, das heißt, ihr bezahlt für 100 Gramm Lego 9,90 Euro. Das ist nicht gerade wenig. Mit eurem 20% Gutschein könnt ihr euch das Ganze etwas erträglicher gestalten, aber ihr solltet trotzdem darauf achten, dass ihr nur spezielle Teile kauft. Das heißt, nicht alles im Legoland ist günstig und man bekommt da schnell eine sehr große Summe zusammen an Teilen, die man vielleicht woanders, zum Beispiel bei Bricklink, günstiger bekommt. Damit kommen wir zum ersten Tipp und zur ersten Regel. Ihr solltet euch eigentlich nur Teile holen, die wirklich leicht sind. Schwere Teile haben oft ein negatives Preis-Leistungs-Verhältnis und leichte Teile haben eher ein positives Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe hier mal kurz ein paar Beispiele. Die ganz normalen Lego-Steine, das holt man sich natürlich nicht in der Lego-Fabrik. Die bekommt man auf Bricklink und irgendwo anders bekommt man die natürlich günstiger. Und da ist der 100-Gramm-Preis, also 9,90 Euro, fast 10 Euro, ist da wirklich sehr viel für diese Teile. Da gibt es wirklich bessere Teile und ja, allgemein solltet ihr bei den schweren Teilen wirklich darauf achten. Dafür gibt es mobiles Internet, dafür gibt es Bricklink, da könnt ihr Preise vergleichen und ja, da sollte man einfach drauf schauen. Jetzt gehen wir auf die Teile ein, die wirklich ein positives Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Bevor wir damit loslegen, gibt es Tipp Nummer 2. Plant euren Einkauf im Voraus. Schaut, welche Teile ihr gebrauchen könnt und macht vorher schon mal einen Preisvergleich. Das heißt, das Lego-Sortiment hat sich ja eigentlich in den letzten Jahren nicht groß verändert. Es gibt immer ein Grundsortiment, da kommen einzelne Steine hinzu. Man muss auch manchmal etwas Glück haben. Das heißt, nicht jedes Mal im Legoland gibt es die gleichen Sachen. Also das heißt, man soll sich auch vielleicht vorher schlau machen über YouTube und so weiter. Also ich denke mal, dass ich das ganze Jahr über immer mal wieder im Legoland sein werde. Das heißt, ich werde auch immer wieder Videos reinstellen, das Sortiment abfilmen und da könnte ich schauen, was gerade aktuell im Legoland los ist, welche Teile es da gibt. Und das würde ich euch empfehlen, dass ihr das auf jeden Fall macht. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal nachschauen. Da gibt es das, das Video über das ganze Sortiment aus der Lego-Fabrik. Das habe ich euch alles einmal abgefilmt. Und damit könnt ihr euren Einkauf wirklich gut planen, im Voraus Preise vergleichen. Und dann habt ihr es im Legoland leichter, die richtigen Teile zu finden. Und da auch wirklich nicht auf kleinere Preisfallen hereinfallen. Dann habt ihr euren Einkauf eigentlich richtig geplant und könnt dann wirklich nur die guten, die teuren Teile mitnehmen und alles andere bei Bricklink und Co. kaufen. Jetzt die wertvollen Teile aus der Lego-Fabrik. Auch dieses Jahr gibt es wieder sensationell bedruckte Fliesen und andere Teile. Das sind die Teile, die natürlich im Legoland nirgendwo anders günstiger sind. Das heißt, das Ganze könnt ihr im Legoland problemlos mitnehmen. Mein Tipp, nehmt dann nur so viel mit, wie ihr wirklich braucht. Also wer da wirklich keine 100 von diesen Fliesen braucht, das sollte sie meiner Meinung nach auch nicht mitnehmen, obwohl es wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Falls ihr keine Verkaufsplattform habt wie Bricklink, also falls ihr kein Bricklink-Händler seid, falls ihr keine irgendeine andere Verkaufsplattform habt, werdet ihr das Zeug einfach schlicht und ergreifend nicht los. Könnt es mir einfach glauben, ich habe das Ganze schon etwas ausprobiert, habe da mal etwas größere Mengen mitgenommen, habe das versucht zu verkaufen. Es ist wirklich nicht so einfach. Man sollte wirklich einen Bricklink-Shop haben, da macht das Ganze dann Sinn, da einzukaufen. Gibt ja wirklich sehr schöne Sachen, aber man sollte es wirklich in Maßen und nicht in Massen einkaufen, sonst hat man dann wirklich gebundenes Kapital. Ich mache hier mal ganz kurz ein Beispiel zu diesem Käse. Diesen Käse, den gab es letztes Jahr im Legoland zu kaufen. Da habe ich nochmal die Fliesen zum Beispiel, was es im letzten Jahr alles gab. Da war unter anderem auch hier dieser Käse dabei. Hatte damals, also ich kann mich erinnern auf jeden Fall, bei Speedy Gonzales war dieser Käse mit dabei und bei einem anderen weiteren Set. Das heißt, ich war damals sogar einer der ersten, bei dem dieser Käse im Legoland im Regal war. Das heißt, man konnte ja da im
Stückpreis sozusagen zu einem wahnsinnig tollen Preis mitnehmen. Damals hatte dieser Käse noch einen durchschnittlichen Verkaufspreis bei Brickthink von 30 bis 50 Cent pro Stück. Also der absolute Wahnsinn. Da hätte man vermuten können, dass man da wirklich im Legoland ein sehr gutes Geschäft macht. Habe auch wirklich sehr viele Bricklink-Händler gemacht. Habe da wirklich eingekauft, habe da sehr viel eingekauft. Könnt ihr bei Bricklink alles nachschauen. Da gibt es bei vielen Händlern, die da 10.000 davon haben, die da sogar 20.000 habe ich da gesehen. War wirklich tatsächlich kein gutes Geschäft für diese Bricklink-Händler. Die hätten damals wirklich auch weniger mitnehmen können, weil es die dieses Jahr natürlich auch wieder zu kaufen gibt. Also jetzt hier ein Beispiel. Das heißt für die Bricklink-Händler natürlich gebundenes Kapital. Die haben ihre Käse noch nicht an den Mann bringen können oder an die Frau natürlich. Hätten dieses Jahr wieder das gleiche Sortiment im Legoland vorgefunden, hätten günstig einkaufen können. Also ja, und so ist es leider mit dem ganzen Lego-Sortiment. Man kann Glück haben oder auch Pech, wie man es haben möchte oder wie man es gern formulieren möchte, wenn es die Teile auch nächstes Jahr wieder gibt. Also da gibt es wirklich sehr viele Teile, die jetzt auch dieses Jahr wieder im Legoland zu finden waren, dann ist das tatsächlich cleverer, immer nur kleine Mengen zu kaufen. Das heißt, das Ganze dann versuche weiter zu verkaufen und dann im nächsten Jahr wieder neu einzukaufen. So hat man nicht in einem Jahr gebundenes Kapital. Also, das kann ich nur als Tipp geben. Das sind bestimmt ein paar Bricklink-Händler auf die Schnauze gefallen. Also, nicht wirklich schlimm. Das Ganze lässt sich dann irgendwann in ein paar Jahren trotzdem verkaufen. Aber ja, wenn man jetzt das mal auf eine große Summe dann auslegt, wenn man da jetzt wirklich sehr viele von dieser Fliese da gekauft hat und da investiert hat, dann kommt da mal schnell eine große Summe zusammen. Da kommen wir schnell ein paar hundert, ein paar tausend Euro vielleicht zusammen, was dann als gebundenes Kapital irgendwo im Regal liegt. Das Ganze verursacht dann natürlich auch Lagerkosten, wenn auch geringe. Aber ja, wie gesagt, also das sollte man wirklich als Einzelperson, wenn man wirklich nur eine geringe Menge an Teile braucht, wie gesagt, nochmal mein Tipp, kauft wirklich nur das, was ihr braucht. Alles andere werdet ihr wahrscheinlich nicht losbekommen. Wer es nicht glaubt, soll einfach ganz viel kaufen, soll das Ganze versuchen zu verkaufen und wird dann wahrscheinlich merken, dass ich dann ja, damit recht habe und sollte einfach seine eigenen Erfahrungen damit machen. So, jetzt geht es hier weiter einmal mit den Pflanzenteilen. Mit Pflanzenteilen könnt ihr auch im Legoland eigentlich nicht wirklich was falsch machen. Das sind alles leichte Teile. Das heißt, man hat wirklich ein positives Preis-Leistungs-Verhältnis und diese Pflanzenteile werden wirklich von jedem, ja, der irgendwie seine eigenen Lego-Kreationen baut, in Massen gebraucht. Das heißt, ihr könnt mal auf YouTube und sonstige Plattformen könnt ihr natürlich umschauen, was da die Leute alles bauen und wie viele Pflanzenteile das zum Beispiel hier von diesen kleinen Blättern in einem Baum verbaut sind. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was da alles gebraucht wird. Auch hier von diesen Wasserfliesen zum Beispiel, wenn man da so einen Piratenmock oder so mit einem Schiff sieht, dann ist da alles gefliest. Das heißt, das ganze Wasser, das heißt, man braucht Tausende oder Hunderte von diesen Teilen, damit man dann, ja, damit man da eine große Fläche damit fließen möchte. Und so ist es eigentlich auch mit allen anderen Fliesen. Also da könnt ihr normalerweise auch im Legoland nichts falsch machen. Generell mit Pflanzenteilen machen wir hier nochmal ganz kurz das Beispiel. Da habe ich euch hier mal ganz kurz was zusammengebaut. Und zwar hier einen kleinen Tannenbaum. Also sowas wird da unter anderem damit gemacht. Also das Ganze wird hier einmal umgedreht. Dann gibt es hier solche kleinen Tannenbäume. Und da braucht man natürlich auch nicht nur ein so ein Tannenbäumchen, sondern da werden natürlich auch Hunderte gebaut. Und das heißt, man braucht hier auch diese Teile dann hundertfach, tausendfach und die werden dann alle in Mocks irgendwie verbaut. Deswegen sind diese Teile auch wertvoll, weil man sie wirklich ganz oft braucht, weil ganz viele Leute da Interesse haben. Viele Leute kommen nicht ins Legoland, weil es sich einfach nicht für sie lohnt und die kaufen das dann bei Bricklink oder anderen Plattformen und deshalb das Geschäft Lego funktioniert aufgrund dieser Tatsache, dass nicht alle ins Legoland kommen. Und da profitieren natürlich die Bricklink-Händler davon, ihr gutes Recht. Die machen sich da auch die Mühe, fahren da extra hin. Manche nehmen da auch wirklich eine sehr große Fahrtstrecke auf sich und verkaufen dann diese Teile natürlich etwas teurer weiter, als man sie im Legoland dann kaufen kann. Und ja, so könnte man das auch machen. Aber ich habe ja schon gesagt, macht für Leute, die da keinen Job haben, macht das eigentlich keinen Sinn. Also halten wir nochmal fest, die ganzen Pflanzenteile könnt ihr euch normalerweise problemlos bei Bricklink mitnehmen. Auch hier diese kleine Kristalle, die habe ich jetzt noch nicht erwähnt, die haben auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann habe ich hier noch solche kleinen 1x1-Bricks in alle möglichen verschiedenen Farben. Da werdet ihr ein sehr großes Sortiment im Legoland finden. Das Ganze gibt es übrigens jedes Jahr. Also ja, ich war jetzt schon ein paar Mal im Legoland und da sind auch immer diese kleinen Bricks mit dabei. Und
Ja, da habe ich mir auch immer welche mitgenommen, zum Beispiel für Pixel-Art-Bilder. Und ja, macht mir gerade ziemlich viel Spaß und da könnt ihr auch normalerweise zuschlagen. Also wie gesagt, je kleiner das Teil, je positiver normalerweise das Preis-Leistungs-Verhältnis im Legoland. Dann gibt es noch ein paar Beispiele für negatives Preis-Leistungs-Verhältnis. Also solche Tiere bekommt ihr normalerweise auch im Legoland. Die gibt es nicht zum 100-Gramm-Preis, die gibt es im Einzelverkauf. Also da hat jedes Tier hat einen vorgegebenen Preis. Und zum Beispiel hier so eine Kuh, die ist übertrieben teuer im Legoland. Also wirklich nicht alles im Legoland ist günstig. Die bekommt man im Bauernhof-Set, bekommt man die normalerweise günstiger. Genauso hier dieses Schwein als auch dieses Schaf. Da habe ich den Fehler schon mal gemacht letztes Jahr, dass ich mir das Schaf, das kostet im Legoland 3 Euro, viel zu teuer. Die Schafswolle, also dieses Teil hier, das bekommt ihr im Einzelverkauf in der Vitrine, ist dagegen ein Schnäppchen. Also Schaf nicht im Legoland holen, Wolle im Legoland holen. Da macht man wirklich einen guten Deal, wenn das auch wirklich 1 Euro kostet. Trotzdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kuh und Schwein wären jetzt ein Beispiel für ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die sollte man sich im Legoland nicht mitnehmen. Die gibt es auf anderen Plattformen wie Bricklink wirklich günstiger. Dann würde ich mal behaupten, dass im Einzelverkauf diese Pferdedecken, ich glaube, das beste Angebot wahrscheinlich in der Lego-Fabrik, sondern da eines der besten Angebote, kosten trotzdem 3 Euro, natürlich ohne Pferd. Pferd auch sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sind im ersten Tag wirklich sehr viel gekauft worden als Eröffnungstag. Ich habe es ja schon im Video gezeigt. Die waren kurzfristig ausverkauft. Ich kann jeden beruhigen, das Ganze ist dann wieder aufgefüllt worden. Aber ja, sind restlos ausverkauft werden. Also eine ganze Kiste wurde da von diesen Pferdedecken als auch von den Pferden. Da gab, die gibt es ja in drei verschiedenen Farben. Waren alle leer, sind dann wieder aufgefüllt worden. Pferd kostet 4 Euro. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man nicht günstiger als im Legoland. Und solche Pferdedecken ja normalerweise bloß exklusiv in der Löwenritterburg mit drin für 3 Euro im Legoland. Ein absolutes Schnäppchen und sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Man sollte sich immer über die Preise irgendwo im Klaren sein. Das heißt, ich habe euch ja hier schon den Tipp gegeben, dass ihr euren Einkauf plant. Das heißt, schaut euch das Lego-Sortiment an, überlegt euch, welche Teile ihr gebrauchen könntet oder welche Teile ihr braucht für eure Bauprojekte, was ihr gerne aus dem Legoland mitnehmen möchtet. Falls ihr euch nicht sicher seid, macht da wirklich oder falls ihr auch größere Mengen von irgendwelche Teile da braucht, recherchiert das vorher bei Bricklink, ob ihr das irgendwo günstiger bekommt. Gerade wenn es um schwere Teile geht, gebe ich euch nochmal den Tipp. Also da solltet ihr wirklich nochmal speziell drauf achten. Beide leichte Teile, wenn ihr wirklich so kleine Teile hier braucht oder so, da gibt es wirklich ja, kein besseres Angebot normalerweise wie im Legoland. Und da würde ich auch nicht irgendwo rummachen, aber wirklich hier bei großen, bei schweren Teilen, da solltet ihr speziell nochmal drauf achten und vorher die Preise ordentlich recherchieren, bevor ihr im Legoland zu viel Geld ausgibt. Hier nochmal ganz kurz ein Beispiel für ein großes, ein schweres Teil. Da wirklich Preisvergleich mache, ob ihr das bei Bricklink irgendwo günstiger findet. Zur Not könnt ihr das Ganze auch auf eine Waage legen, also bei der Lego-Fabrik. Das habe ich jetzt diesmal nicht für euch abgefilmt, aber ihr wisst ja, da gibt es auch eine Waage. Da kann man immer mal wieder die Teile drauflegen und kann dann natürlich den Preis berechnen. Ja, kann das Ganze dann auch hochrechnen. Da könnt ihr natürlich auch jedes andere Teil drauflegen. Also bei den Blättern würde ich euch dann empfehlen, falls ihr da einen Preis wissen möchtet, was 100 Stück zum Beispiel kosten, dann zählt ihr 10 Stück ab, legt die auf die Waage und dann bekommt ihr, könnt ihr es ja hochrechnen, was dann 100 Stück kosten und dann könnt ihr euch auch ausrechnen, welche Teile das da günstig sind und ob das mit eurer Recherche bei Bricklink und so weiter passt. Und wie gesagt, bei so großen Teilen da einfach nochmal vorsichtig sein, schauen, ob ihr das irgendwo anders günstiger bekommt und zur Not einfach nochmal das Ganze durchwiegen, durchrechnen und dann die richtige Entscheidung treffen. Generell ist zu sagen, wer genügend Geld hat oder vielleicht reich ist, der kann wirklich im Legoland alles kaufen, der muss auch wirklich nicht Preise recherchieren. Wer vielleicht nicht genügend Geld hat oder auf sein Geld achten muss, der sollte schon im Vorfeld nach den Preisen schauen, der sollte sich da Informationen nochmal einholen. Im Legoland ist wirklich nicht alles günstig, das möchte ich nochmal betonen. Es ist sehr viel günstig, aber wirklich nicht alles. Und man sollte die Preise durchaus im Kopf haben, beziehungsweise einen Plan haben, bevor man irgendwie sinnlos im Legoland Geld ausgibt und wo man es dann vielleicht woanders günstiger kaufen könnte.
Dann so viel dazu. Bei Fragen könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben. In 3 Wochen werde ich das Legoland ein weiteres Mal besuchen. Da werde ich nochmal das Sortiment für euch abfilmen, ob es vielleicht schon irgendwelche Sachen gibt, die jetzt schon ausverkauft sind. Und ja, da werden wir einfach nochmal ein Fazit ziehen, wann man vielleicht ins Legoland gehen sollte, ob man vielleicht wirklich am Eröffnungswochenende, ja, ob sonst alles ausverkauft ist und so weiter. Also da werden wir auf jeden Fall nachschauen. Da werden wir auch hier nochmal nach den Minifiguren schauen, ob es eventuell hier noch die Löwenritter zu kaufen gibt. Mit diesen Minifiguren wird es auf jeden Fall im nächsten Video weitergehen. Da werde ich euch nochmal die Preisanalyse kurz geben, warum man diese Minifiguren im Legoland zusammenbauen sollte, wie man sie zusammenbauen sollte und auf was dass man achten muss, dass man da wirklich sehr gute und teure Minifiguren im Legoland günstig bekommt. Dann würde ich sagen, so viel dazu. Würde mich freuen, wenn ihr euch beim nächsten Video auch wieder dazuschaltet. Ich sage dann für dieses Video vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!